Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plants. Mein Name ist Patricia und wir werden uns heute mal mit Samen beschäftigen und zwar mit denen von Anthurien. Scheinbar hat es der Anthurien-Hype jetzt endlich auch nach Deutschland geschafft. Zumindest kommt es mir so ein bisschen so vor, als wenn gerade an allen Ecken Anthurien gekauft werden. Leute, welche Posten, die sie bekommen haben. Ich sehe öfters Samen tatsächlich, die verkauft werden, auf Instagram zum Beispiel. Und ich habe jetzt sehr, sehr oft auch die Frage erhalten, wie man das eigentlich macht mit den Samen, damit sie auch tatsächlich zu einer schicken, hübschen Anthurie heranwachsen. Denn wenn wir Samen kaufen, sind die nicht immer billig, je nachdem, was für eine Anthurie es ist. Aber es ist ein ganz guter Weg, wenn man zum Beispiel eine besonders teure Anthurie gerne hätte und sich die eher nicht leisten kann, was bei mir für gewöhnlich der Fall ist. So die Anthurien, die ich mittlerweile gerne hätte, die kann ich mir nicht leisten. Das ist schon keine Wishlist mehr, das ist eine Traumlist. Also die werde ich nie haben, deswegen versuche ich da irgendwie so ein bisschen zu gucken, dass ich da dann halt Samen bekomme, statt eine ganze Anthurie. Und selbst die Samen sind dann eben auch schon nicht unbedingt günstig. Und deshalb zeige ich euch jetzt erstmal ein paar kleine Beispiele. Und zwar mein kleinster Samen, ja, den habe ich hier so, wie es ist, dieses Behälterchen quasi. Ja, der liegt einfach nur auf, so wie das ist. Habe ich das im Terrarium extrem nah am Licht und mein Terrarium hat 28 Grad. Dazu sage ich später nochmal was, weil das sind so Bedingungen, die diese Samen brauchen. Wir reden hier nur von Anthurien-Samen, nicht von anderen, weil Anthurien-Samen sind Lichtkeimer und das ist nicht bei allen Pflanzen so. Bei manchen wäre es ein Problem, wenn sie Licht bekommen würden in der Zeit, bis sie dann gekeimt haben. Aber hier haben wir jetzt ein einziges kleines Blatt, das aus diesen kleinen Samen, wo mein Finger drauf zeigt, gekommen ist. Etwas größere Blätter haben wir dann schon bei diesen Anthurien-Sämlingen hier. Ja, also das ist ja jetzt kein einzelner Samen mehr, das ist jetzt schon ein kleiner Sämling. Und dann haben wir hier noch, das zeige ich euch auch mal, diese Variante. Da sind jetzt schon die dritten Blätter jeweils im Anmarsch, also alle drei, die ich hier eingepflanzt habe, haben Blätter bekommen. Die Quote hier war bei 3 von 4 haben gekeimt. Ich muss dazu sagen, der nicht gekeimt hat, war auch ganz, ganz winzig. Also da hatte ich schon die Vorahnung, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Hätte aber klappen können, also vielleicht lag es auch an mir. Vielleicht habe ich den zu weit ins Moos gelegt. Vielleicht ist da nicht genug Licht dran gekommen. Das könnte alles sein. Man sieht es hier, manche Samen waren scheinbar ja kleiner, denn einige der Blätter sind noch nicht so groß wie die anderen, obwohl ja alle gleichzeitig eingepflanzt wurden. Und auch hier ist ein Samen bei, der bis jetzt noch nicht aufgegangen ist. Der hat zwar eine echt mega lange Wurzel, mehr Wurzeln als alle, die ein Blatt geschoben haben, aber bisher ist da gar nichts passiert. Heißt aber nichts. Ich habe auf jeden Fall noch Hoffnung, denn wie gesagt, die Wurzel sieht mega aus, der Samen sieht gut aus. Ich denke, da wird noch irgendwie was passieren. Jetzt aber zu dem, was euch wirklich interessiert, nämlich wie ihr das Ganze angehen könnt. Und zwar, ich nehme dafür 2 von diesen kleinen Behältern. Oh, das war der Deckel von dem hier. Den gebe ich mal wieder zurück. Ich nehme 2 von diesen Behältern und da könnt ihr alles Mögliche nehmen. Hauptsache, es ist durchsichtig. Denn wie gesagt, Anthuriensamen sind Lichtkeimer. Da könnt ihr nicht irgendwie was draufpacken, was so milchig ist oder sowas. Es muss wirklich durchsichtig sein, damit genug Licht an die Samen kommt. So, wenn ihr wollt, und das würde ich eigentlich jedem empfehlen, der nicht oft mit Moos arbeitet, macht unten Löcher in euer Gefäß und sorgt dafür, dass das Gefäß nicht weiß Gott wie riesig ist, denn in dem kleinen Gefäß hier kann sich richtig schön Wärme und Feuchtigkeit sammeln und das finden die Samen ganz, ganz großartig. Wenn ihr da jetzt so einen Behälter nehmt für einen einzigen Samen, dann wird es wahrscheinlich länger dauern, als wenn ihr ihn sehr, sehr eng hier reinpackt. So, also nächster Punkt noch einmal. Hier macht ihr dann, falls ihr noch nicht so mega viel Erfahrung mit Moos habt, Löcher unten rein, damit Wasser abfließen kann. Ich mache das nicht, weil ich wirklich mein Moos einfach nur ansprühe. Also
Ich weiß, dass da jetzt irgendwie nichts raustropfen würde, wenn ich Löcher reinmache, also spare ich sie mir. Ich bin faul. Auf jeden Fall habe ich hier, oh, ich höre mal auf zu knistern, das Lebendmoos. Ich kaufe das in einem Gartencenter. Ihr kriegt das aber auch online, wenn ihr mal ein bisschen sucht. Ich finde dieses hier tatsächlich ganz gut. Das Einzige, was Mist ist, mir kommen ständig Ameisen entgegen. Also da scheint eine ganze Farm drin zu leben. Ist mir aber egal, denn das ist Lebendmoos. Dann sind da schon mal auch Lebewesen drin. Irgendwie verständlich. Dieses Moos kommt jetzt auf jeden Fall in diese kleine Schale rein. So, das legen wir da wirklich ganz locker rein. Das ist jetzt kein, ne, hier fest, damit da schön viel Wasser. Nein, dann können die kleinen Wurzeln da nicht durch. So richtig schön fluffig hier auflegen. Ja, also man sieht richtig, hier sind überall noch so Lücken. Wenn ihr jetzt das fluffige Bettchen für den Samen fertig habt, dann nehmt ihr am allerbesten, denn wie gesagt, so lässt es sich ein bisschen besser kontrollieren, eine Sprühflasche mit Wasser. Und jetzt kommt, was ich zumindest noch tue. Ich weiß nicht, wie das andere handhaben. Ich kann nur sagen, bei mir funktioniert, aber ich würde, glaube ich, empfehlen, wenn ihr das erste Mal einen Samen zieht, macht den Punkt vielleicht nicht wie ich, sondern ihr benutzt dann am besten einfach nur klares Wasser. Ganz normales Wasser mit einem schönen pH-Wert, fertig. Ich persönlich packe ein bisschen Wurmhumus ins Wasser und gieße das Moos damit, bevor ich den Samen drauflege. Den möchte ich nicht selber damit irgendwie übergießen, aber das Moos schon, denn ich habe irgendwie das Gefühl, vor allem bei denen hier sehe ich das, dass dadurch, dass ich ein bisschen Moos reingetan habe, die zumindest einen Tacken schneller wachsen. Weil, also ich meine, in der Natur würden sie runterfallen auf dem Boden, haben sie durchaus auch Nährstoffe, ne? Also sie liegen ja nicht auf einem komplett neutralen Boden, in dem nichts ist. Also irgendwie glaube ich einfach, das macht Sinn. So, ihr, wie gesagt, zieht einfach durch mit ganz normalem Wasser. Bloß nicht experimentieren beim ersten Mal. Ich weiß nicht, warum ich beim ersten Mal. Das sind die ersten Samen, die ich je gezogen habe. Ich weiß nicht, warum ich da schon wieder experimentieren musste. Ich kann irgendwie gar nicht anders, aber ja, bin sehr froh, dass es geklappt hat. So, der nächste Punkt. Ihr legt dann den Samen wirklich ganz einfach nur hier oben drauf. Ja, da gibt es kein, das ist oben, das ist unten oder muss jetzt so und so liegen. Ihr werdet schon sehen, wo die Wurzel rauskommt und könnt ihn dann immer noch so ganz leicht umdrehen, wenn ihr das denn möchtet. Muss aber auch nicht, die Wurzel findet ihren Weg hier in das Moos und der Trieb selber wächst dann an der Seite hoch nach oben. Wann tut dieser Trieb das denn am besten und wann wurzeln die am besten? Es ist so, wenn ihr so einen Samen habt und ihn jetzt hier oben drauf liegen habt, dann packt ihr diesen Deckel hier auf jeden Fall drauf. Und irgendwann, wenn dann schon das Blatt kommt, könnt ihr den auch einfach durch einen Plastikbecher, der höher ist, ersetzen, damit. Also das mache ich hier, ne? Da ist normalerweise ein Plastikbecher drauf, damit das einfach auch noch weiterhin die Feuchtigkeit behält und schön weiter wächst und auch die Wärme sich staut. Und genau dasselbe machen wir dann hiermit, nur dass hier noch ein kleinerer Deckel passender ist, weil auch da die Hitze staut sich. Das Ganze stellt ihr dann am allerbesten bei 28 Grad hin. Ich sage 28 Grad aus meiner Erfahrung, eventuell geht es noch schneller, wenn es wärmer ist. Ich weiß es nicht. Ich kriege mein Terrarium zumindest derzeit nicht wärmer. 28 Grad ist da der Standard. Und mit den Temperaturen in so einem kleinen Behälter, der dann vermutlich auch ein bisschen mehr hat als das Terrarium, weil es sich eben staut, habt ihr dann richtig schönes Umfeld mit viel Licht, wenn ihr es nah ans Licht stellt. Und mit nah ans Licht meine ich wirklich, stellt das nicht unten auf eine Heizmatte und ihr habt dann noch so einen Abstand zum Licht. Ich meine wirklich, stellt es nah dran. Ich habe diese kleinen Becher auf weiteren Bechern stehen, damit die nah am Licht sind. Lasst euch da was Schöneres einfallen, als auf Plastikbecher stellen. Ich hatte halt nur die. Und da ich alles recycle hier und wieder benutze, sind das jetzt quasi die kleinen Throne geworden für meine Samen. Wenn es soweit ist und ihr die Samen nun hier drin habt, in einem Terrarium oder an einem anderen Ort, in dem ihr sie warm und hell und feucht halten könnt, dann ist eigentlich nur noch Abwarten angesagt. Ich lüfte das hier einmal täglich für ungefähr 20 Minuten. Hab's auch schon zwei, dreimal vergessen zu lüften. Hat den Samen nichts getan. Ich würde es aber trotzdem nicht übertreiben, weil hinterher fängt das Moos an zu schimmeln oder sowas und das wollt ihr halt auch nicht.
Ansonsten gebe ich so knapp einmal die Woche wieder ein bisschen Wasser mit dem Wurmhumus gemischt dazu. Und das ist wirklich super, super wenig Wurmhumus, das ich da drin habe. Deswegen glaube ich, dass es den Pflanzen eben nicht schaden kann. Ja, und wenn ihr das befolgt und vor allem auf die Nummer mit dem Licht achtet und das Moos nicht zu trocken, immer schön darauf achten, dass das Moos wirklich richtig schön feucht ist. Also, ne, ich meine, kurz vor nass ist ganz am Anfang wirklich nicht schlecht. Danach reicht es, wie gesagt, auch hier. Und das Coole ist, wie ihr hier seht, das Lebendmoos wächst natürlich auch mit. Ne? Ich gieße das Lebendmoos, es kriegt Wurmhumus und steht nah am Licht. Dadurch ist das jetzt hier schon so richtig schön grün, während das jetzt hier noch nicht so schön ist. Aber das würde eben auch dann wieder grüner werden. Warum erzähle ich euch was über das Moos? Also, falls ihr mal irgendwas über Moos wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat eigentlich so ziemlich alle Fragen aufklären können, die der ein oder andere gehabt hat. Falls nicht, könnt ihr natürlich wie immer in den Kommentaren fragen. Seht bitte davon ab, mich die Sachen, die zum Video passen, auf Instagram zu fragen, denn die Anfragen sind mittlerweile so viel, dass ich es nicht schaffe, alles durchzugehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich oder jemand anderes aus der Community auf eure Frage auf YouTube antwortet, ist einfach viel, viel höher. Deswegen, ja, wäre besser, wenn ihr es da macht. Vielleicht habt ihr Glück und ich kriege es auch so mit, aber ich merke, dass immer mehr untergeht und es tut mir auch mega, mega leid. Ich finde es super schade, dass ich irgendwie nicht mit allen irgendwie dann auch wirklich in Kontakt treten kann, aber es wird einfach zu viel. Ich kriege das nicht mehr hin und I'm sorry for that. Aber ihr könnt mir glauben, ich würde gerne und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zu diesem Video habt, zu Anthuriensamen allgemein, dann könnt ihr die gerne fragen. Ich habe gerade auch eine Luxuriance, die anfängt zu blühen. Meine Lapuanum blüht auch bald wieder. Und wenn euch interessiert, wie da so die Entwicklung ist, ja, also weil ich werde das bestäuben mit den Pollen von einer Freundin. Und dann könnt ihr euch gerne auf Instagram, ich werde den Kanal hier auch mal eben einblenden, in der Beschreibung werdet ihr auch einen Link finden, dem ihr einfach folgen könnt, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr gerne mal ein bisschen dabei zusehen und ich halte das auch in den Highlights fest, wie so Samen denn eigentlich entstehen oder in dem Falle eher Beeren entstehen, die die Samen enthalten. Falls euch das Video gefallen hat, as always, liked, teilt. Teilen ist auch immer richtig, richtig gut. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr dieses Video guckt und würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.